Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Rammstein in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rammstein von Rammstein. Das Ganze heute am 17. Mai erschienen. Wir haben hier die Vinyl Edition des Albums. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier unten links noch einen Aufkleber. Hier lesen wir einmal das Rammstein-Logo und darunter zwei LP Heavyweight Vinyl und 6 Art Prints. Gut, auf der Rückseite haben wir noch einen Barcode hier auf der Folie. Wir machen die Folie mal ab. Einfach hier unten einschneiden und durchziehen. Jawohl. So. Und so sieht das aus. Wir haben hier eine weiße Vinyl, also ein weißes Cover mit einem Streichholz auf der Vorderseite. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Es ist das 7. Album von Rammstein. Das letzte ist über 10 Jahre her. Hier auf der Seite lesen wir auch wieder in schwarzer Schrift einmal Rammstein und darüber hier klein das Logo. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 11 Tracks an der Zahl. Die sind auf A, B, C und D Seite verteilt. Also 3 auf der A, 3 auf der B, 3 auf der C und 2 auf der D Seite. Und hier zum Abschluss haben wir dann noch die Credits. Ja, 11 Tracks, nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, so ziemlich bei jedem Rammstein-Album haben die das so konsequent durchgezogen. Wir haben hier ein schönes Bild hier über beide Innenseiten, also über die komplette Innenseite erstreckt sich das. Hier haben wir eine Pfütze mit diversen Schuhen, mit diversen Stiefeln. Spannenderweise sind die Herren hier in diesen Stiefeln nicht zu sehen. Allerdings in der Pfütze spiegeln sich alle 6 Bandmitglieder. Ja, also vom Motiv her sehr interessant, gefällt mir gut. Dann schauen wir mal auf die linke Seite. Wir haben hier, ich gehe mal davon aus, dass es 3-3 aufgeteilt ist, was diese Artprints betrifft. Jawohl, also wir haben hier 3 Artprints, die machen wir mal zur Seite. Wir haben hier einmal Vinyl Nummer 1, die kommt in einer weißen Stecktasche, in so einer weißen Hülle. Und hier haben wir die A-Seite, 3 Tracks sind hier mit drauf. Deutschland, Radio und Zeig Dich. Deutschland und Radio ja als Videos ausgekoppelt. Ich habe sie auch damals schon bei der Vinyl, bei der Single von Deutschland gesagt. In meinen Augen das krasseste Musikvideo, das je gedreht wurde. Unbedingt anschauen, Deutschland. Und wir haben hier sehr schön die kompletten Lyrics mit dabei. Und auf der B-Seite natürlich ebenfalls 3 Tracks, in diesem Fall Ausländer, Sex und Puppe. Hier auf der B-Seite auch komplett mit Lyrics. Dann hier auf der Oberseite lässt sich das Ganze dann entnehmen. Wir haben hier Vinyl Nummer 1. Das ist echt Heavyweight, also die wiegt einiges. Lesen wir A-Seite. 45 Umdrehungen pro Minute. Und dann haben wir die B-Seite. Also vom Designer ganz schlicht. Innen einfach weiß mit dem Rammstein-Logo oben. Und unten eben entsprechend die Nummerierung, die Beschriftung AB. So muss das sein. Dann packen wir das mal wieder hinein. Und bevor wir zu diesen Artprints kommen, holen wir jetzt noch die zweite Vinyl raus. Und die restlichen 3 Prints, wenn sie rausgehen. Jawohl. So. Und hier haben wir dann die C-Seite. Auch hier wieder 3 Tracks mit drauf. Wort für Wort hier die Lyrics zu lesen. Oben links wieder das C. Also, was ich liebe, Diamant und weit weg. Und auf der D-Seite haben wir dann noch 2 Tracks. Und zwar Tattoo und Hallo Mann. Und hier rechts gibt es dann noch die Credits zum Album. Das gefällt mir gut. Also, hier hat man dann nochmal aufgeschlüsselt, wer an den einzelnen Tracks beteiligt war. So muss er sein.
Dann machen wir auch hier wieder oben auf und können hier dann die Vinyl entnehmen. Wir haben hier einmal die C-Seite, so sieht das aus. Und dann natürlich die D-Seite. Gut, dann packen wir auch diese Vinyl wieder rein. Und damit nicht genug, wir haben dann auch noch die besprochenen Artprints, bedeutet, von den 6 Bandmitgliedern haben wir dann hier jeweils noch einen quadratischen Druck. Das Papier ist recht dick, also fast schon Karton. Gefällt mir richtig gut, hier mit weißem Rahmen. Und dann haben wir, das hatten wir auch bei der Special Edition, diese einzelnen Fotos, haben wir hier dann die Bandmitglieder in unterschiedlichen Posen, allesamt hier in dieser Ecke positioniert. Also, so sieht das aus, quadratisch und auf der Rückseite dann entsprechend das Rammstein-Logo. Jawohl, hier wurde dann in diesem Fall ein Stuhl in die Ecke gestellt. Also, nicht nur die Posen unterscheiden sich, sondern auch ein bisschen die Accessoires oder die Möbel. Hier zum Beispiel Thiele Lindemann hier mit einem Sessel, mit einem Stuhl hier im Eck. Ja, Flake hier ganz schlicht gehalten, steht einfach da, sieht auch etwas skeptisch aus, der gute Mann. So sieht das aus. Ja, ist ganz unterschiedlich. Also manche wirken hier mehr so wie bei einem Rennen. Bei einem Rennen hier direkt am Start. Und ein paar andere wirken irgendwie sehr verschüchtert oder als würden sie irgendwie versuchen, vor irgendwas zu entfliehen. Und alle haben hier auf der Rückseite das Rammstein-Logo. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was hier alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die 6 gezeigten Artprints, also jedes Mitglied der Band hat hier so einen eigenen Artprint. Quadratisch, recht groß das Ganze und vom Papier her sehr stabil. Und dann haben wir natürlich noch die Doppelvinyl A, B, C und D Seite in 2 verschiedenen Papiersteckertaschen mit den gesamten Track Lyrics aufgedruckt. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Rammstein von Rammstein. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl Edition? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rammstein unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.